Hallo, liebe Spielkultfreunde. Diesmal werdet ihr zu Protagonisten eines Schlittenhunderennens. Die Neuauflage von Snowtails ist erschienen im Jahr 2015 und geeignet für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren. Die Spieldauer beträgt ca. 45 bis 60 Minuten. Als sogenannte Mascha, so nennt man die Hundeschlittenführer, versucht ihr euer Gespann möglichst als schnellster über die Rennstrecke vom Start bis zum Ziel zu bringen. Zunächst erhält jeder Spieler aber erst einmal Handkarten von seinem persönlichen Handkarten-Nachziehstapel. Mit diesen Handkarten wird der Schlitten gelenkt und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Vorne ziehen 2 Hunde, zu Beginn standardmäßig mit einer Stärke von jeweils 3. Hinten befindet sich die Bremse, auch sie hat am Anfang eine Stärke von 3. Um nun euren Schlitten nach vorne zu bringen, müsst ihr in jedem Spielzug mindestens eine Handkarte ausspielen. Ihr könnt auch 2 oder 3 Karten spielen, diese müssen dann allerdings immer den gleichen Wert haben. Ich kann auch eine Karte wählen, die einen bisherigen Wert bestätigt, also hier eine 3 auf eine 3. Dann wird gerechnet. Meine beiden Hunde ziehen hier mit jeweils einer Stärke von 3, gemeinsam also mit einer Stärke von 6. Davon abgezogen wird der Wert der Bremse im Wert von 3. 6 minus 3 heißt 3 Schritte nach vorne. Beide Hunde ziehen im Moment gleichmäßig. Das beschert mir eine Bonusbewegung, die ich einlösen kann, wenn ich möchte. An 4. Position heißt das, ich darf 4 Schritte nach vorne ziehen. Nun ist die Rennstrecke allerdings nicht immer so beschaffen, dass ich nur geradeaus fahren kann. Hier muss ich einem Gebirge ausweichen. Schaffe ich das nicht, erhalte ich eine sogenannte Strafkarte, die ich meinen Handkarten hinzufügen muss. In diesem Fall muss ich es also schaffen, mindestens 2 Spuren nach rechts zu gelangen, um am Gebirge vorbeizufahren. Das gelingt mir, indem ich eine 5 auf den rechten Hund spiele. Gemeinsam ziehen meine beiden Hunde jetzt mit einem Wert von insgesamt 8. Minus 3 von der Bremse heißt, 5 Schritte geht es für mich nach vorne. Der rechte Hund zieht allerdings jetzt stärker als der linke, nämlich mit einer Differenz von 2. Das heißt, 2 Schritte gehen nach rechts vorne. Ich mache jetzt einen Schritt nach vorne, den nächsten nach rechts vorne, nochmal nach rechts vorne und dann bleiben mir noch 2 Schritte geradeaus. Somit habe ich insgesamt 5 Schritte gemacht, davon 2 nach rechts. Ein weiteres Hindernis sind solche Geschwindigkeitskontrollen. Hier darf ich maximal mit einer Geschwindigkeit von 3 die Linie überfahren. Außerdem muss ich aufpassen, dass ich nicht auf einen Vordermann auffahre. Passiert mir dies, darf ich nämlich am Ende meines Spielzuges nicht, wie sonst üblich, meine Handkarten auf 5 aufziehen. Ich muss dann mit weniger Handkarten weiterspielen. Mein Ziel ist es also, hier nach links zu fahren und das möglichst nicht mit einer höheren Geschwindigkeit als 3. Doch schauen wir mal, was meine Handkarten hergeben. Ich habe hier zum Beispiel jetzt 2 Fünfen auf der Hand. Diese spiele ich gleichzeitig, denn ich darf ja Karten mit dem gleichen Wert spielen. Eine 5 spiele ich auf den linken Hund, die andere auf die Bremse. Das heißt, die Bremse hat nun eine Stärke von 5. Rechnen wir also wieder nach. Beide Hunde haben nun gemeinsam einen Wert von 9. Davon abgezogen wird der Bremswert von 5. Also laufen meine Hunde gleich um 4 Schritte nach vorne, denn 9 minus 5 gleich 4. Der linke Hund zieht einen Wert stärker als der rechte, das heißt, ein Schritt geht nach links vorne, den mache ich auch als erstes, um meinen Gegnern auszuweichen. Die restlichen Schritte laufe ich dann in gerader Linie nach vorne. Trotzdem war ich zu schnell, denn hier war nur eine Geschwindigkeit von 3 erlaubt, während ich eine Geschwindigkeit von 4 hatte. Die Differenz muss ich nun als Strafkarten auf die Hand nehmen, also hier in diesem Fall eine Strafkarte. Eine grundsätzliche Regel beim Spurwechsel lautet, wenn ich nach vorne ziehe, muss ich immer nach schräg vorne ziehen. Ich kann also nicht zum Beispiel hier von diesem Feld einfach angrenzend auf das linke Feld fahren, falls mir das taktisch sinnvoll erscheinen würde. Ich muss bis zur vorderen Linie meines Feldes fahren und erst da schräg nach vorne abbiegen. Als wäre das Lenken des Schlittens nicht schon schwer genug, gibt es hier gleich ein weiteres Hindernis, eine Tannenschonung mitten auf der Rennstrecke. Hier muss ich durch geschicktes Ausspielen meiner Handkarten möglichst allen Tannen ausweichen. Gelingt mir dies nicht und ich niete so einen Baum um, so ist zwar dann der Weg frei, auch für meine Gegner, die mir nachfolgen, allerdings muss ich dann wieder eine Strafkarte auf die Hand ziehen. Strafkarten verbleiben dauerhaft auf meiner Hand. Sie zählen auch zum Handkartenlimit hinzu und schränken mich so immer weiter in meinen Entscheidungsmöglichkeiten ein. Habe ich 5 solcher Strafkarten gesammelt, scheide ich vorzeitig aus. Ansonsten geht das Spiel so lange, bis auch der letzte Spieler die Ziellinie überfährt.
Wer nun am weitesten vorn steht, gewinnt. Den Testbericht zu Snowtails und zu vielen weiteren Spielen gibt es wie immer auf unserer Internetseite spielkult.de. Besucht uns auch auf Facebook.